Ich habe das Leben nicht als Kampf aufgefasst. Ich lebe gerne und werde das sicher bis zum Tode auch tun. Und das andere ergibt sich aus den Erfahrungen. Eine Welt ohne Religion, ohne Gott, ist für mich als Theologe eigentlich nicht vorstellbar. Leni Pieper-Holthoff, ich wohne in Soest und beruflich war ich Fachärztin für Chirurgie. Ich heiße Josef Pieper, war 35 Jahre Lehrer am Gymnasium hier in Soest mit den Fächern katholische Religion und Latein. Wir stammen aus demselben Dorf. Ich bin ein Küsterssohn. Das heißt, bei mir war es eigentlich vorprogrammiert, dass ich Geistlicher werde, Priester werde. Aber da ist meine Frau dann dazwischen gekommen. Wir haben zusammen studiert. Und dann sind wir hier nach Soest gekommen und fühlen uns recht wohl hier. Getragen hat mich mein Mann. Also wenn ich Sorgen hatte, wir kannten uns ja nun schon lange, konnte ich es ihm sagen. Und auch meine ganzen Probleme hatte er ganz geduldig mitgetragen. Ja, es wird die wichtigste Person. Vor 2 Jahren fiel meine Tochter, 50-jährig jetzt, ins Koma. Ausgelöst durch einen Herzinfarkt in dem Alter bei 3 jungen Kindern. Ich glaube, das war das Schlimmste. Und für 5 Tage? Ja. Ja. Da brach plötzlich alles zusammen. Mir ging dadurch im Kopf, was für Folgen das haben könnte. Ja. Und dann, glaube ich, nimmt man einfach Aufgaben wahr, die nötig sind. Und geht da irgendwie durch. Ich weiß es nicht genau. Die Jugendlichen sollten keine Angst haben, denn dann werden sie untätig auch. Sondern sollen sagen, wir sehen die Dinge klar, wir wollen sie äußern, wir wollen es anders machen. Angst dürfen Kinder deswegen nicht bekommen, das wäre das Falsche. Die Hoffnung muss ja jeden Tag da sein. Ich hoffe doch drauf, dass ich heute nicht einen Unfall habe oder dass mir nichts passiert oder dass ich morgen wieder gut aufwache. Und die Hoffnung auf die Zukunft, die habe ich sowieso. Lasse ich mir auch gar nicht kleinreden. Ich rechne einfach damit, dass ich noch viele Jahre lebe und damit dann auch meine Kinder unterstützen kann. Und ansonsten weiß ich ja, dass das Ende irgendwann bevorsteht. Und wie das sein wird, werde ich jetzt nicht mehr überlegen können und auch nicht vorstellen mögen. Es ist nicht immer ganz einfach. Dafür habe ich zu viele Tote oder Sterbende gesehen und erlebt und auch in der eigenen Familie begleitet. Und ich verlasse mich ganz auf meine Frau, die mich, da ich Mann bin und die Männer sterben immer 2, 3 Jahre früher, dass sie mich ordentlich versorgt. Aber um meinen eigenen Tod habe ich keine große Sorge. Und ich denke, es geht dann hinterher erst los.